Hallo, in dieser Folge häkeln wir das Rückteil für unseres Kissen. Wir fangen in der Mitte an. Zuerst häkeln wir ein Quadrat, genauso eins wie in der ersten Folge. An diesem Quadrat werden wir weiterarbeiten. Wir schließen die dritte Runde, machen zwei Kettmaschen, wir wechseln die Farbe . Wir haben schon drei Runden gehäkelt. Jetzt häkeln wir die vierte Runde. Erste Ecke in dieser Runde fangen wir mit zwei Luftmaschen an. Dann in der Eckmasche häkeln wir drei Stäbchen, eine Luftmasche und drei Stäbchen. Dann eine Luftmasche und zwischen den nächsten Stäbchengruppen der Vorrunde häkeln wir wieder drei Stäbchen. Eine Luftmasche zwischen den nächsten Stäbchengruppen der Vorrunde wieder drei Stäbchen. Und eine Luftmasche. Die zweite Ecke. In die Eckmasche der Vorrunde häkeln wir drei Stäbchen. Eine Luftmasche. Und drei Stäbchen. Alle folgenden Ecken in dieser Runde werden wir so häkeln. Eine Luftmasche. Drei Stäbchen zwischen den nächsten Stäbchengruppen der Vorrunde. Eine Luftmasche. Wir häkeln einfach so weiter alle weiteren Runden. An der Seite drei Stäbchen zwischen den Stäbchengruppen der Vorrunde, eine Luftmasche. Drei Stäbchen, eine Luftmasche. Jede Runde schließen wir mit einer Kettmasche. Bevor wir jede nächste Runde anfangen, müssen wir zwei Kettmaschen häkeln, um zur Eckmasche zu kommen. Jede weitere Runde häkeln wir genauso wie die vierte Runde. Und dann automatisch haben wir an jeder Quadratseite um eine Stäbchengruppe mehr. Wir häkeln 14 volle Runden. Hier habe ich schon 14 Runden gehäkelt. Gleich werden wir beide Teile verbinden. Wir legen jetzt beide Teile links auf links mit dem Rückteil nach oben.
Wir häkeln jetzt die 15. Runde und verbinden sofort beide Teile. Wir fangen an der Ecke an. Wir werden an drei Seiten unsere Teile verbinden, an drei Kanten. Wir machen jetzt genauso wie bei den kleinen Quadraten. Die 14. Runde haben wir mit einer Kettmasche geschlossen. Jetzt wechsle ich noch Farbe, muss nicht sein. Es ist euch überlassen, wie ihr die Farbenkomposition haben wollt. Und wir fangen mit zwei Luftmaschen an. Wir verbinden jetzt die Ecken von beiden Teilen. Drei Stäbchen in die Eckmasche an dem Rückteil und mit einer Kettmasche an der Eckmasche des Vorderteils eine Luftmasche zurück zu unserem Rückteil, drei Stäbchen in die Eckmasche häkeln. Wir haben genauso mit den kleinen Quadraten gemacht. Eine Luftmasche, Vorderteil zwischen zwei Gruppen mit Stäbchen, eine Kettmasche, eine Luftmasche, Rückteil zwischen nächsten zwei Stäbchengruppen, drei Stäbchen, eine Luftmasche, Vorderteil zwischen nächsten Stäbchengruppen, eine Kettmasche, eine Luftmasche und so weiter an alle drei Seiten. Es sieht dann so aus. Also die 15. Runde benutzen wir, um zwei Teile zu verbinden. Fünfzehnte Runde, zweite Ecke. Auch so wie bei den kleinen Quadraten. In die Eckmasche des Rückteils drei Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, Vorderteil an der Eckmasche eine Kettmasche, eine Luftmasche, Hinterteil drei Stäbchen in die Eckmasche. Und wir verbinden dann weiter zwei nächsten Kanten und zwei Ecken. Hier habe ich schon mein Kissen an drei Seiten und an drei Kanten verbunden. Jetzt verbinden wir nur noch die vierte Ecke. Und gleich häkeln wir die 15. Runde zu Ende. Die 15. Runde wird jetzt nur noch am Rückteil gehäkelt. Die Runde wird, wie schon vorher, mit einer Kettmasche geschlossen. Unser Häkelkissen ist fast fertig. Wir brauchen nur noch Verschluss. Ich musste einfach wissen, wie es aussehen wird und deswegen habe ich schon ein Kissen reingetan. Als Verschluss könnte man Knöpfe benutzen.
einen Reißverschluss dran nähen oder so wie ich es gemacht habe, eine Luftmaschenkette gehäkelt und dann die offene Kante geschnürt, wie ein Schuh. Dadurch wird das so aussehen, als ob wir alle vier Kanten zusammen gehäkelt hätten. Die geschnürte Kante sieht dann so aus. Die zusammengehäkelte Kante sieht dann so aus. Unser Patchwork-Häkelkissen ist dann schon fertig. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und viel Spaß und Erfolg beim Häkeln wünschen.